Hallo und herzlich willkommen zur Folge 50 von Terranigma. Ja, Folge 50, die Jubiläumsfolge. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ihr habt tolle Tipps gegeben, was ich alles in Loa noch machen soll. Aber ich zeige euch mal was. Ich komme nämlich nicht zurück. Das heißt, ich muss anscheinend nochmal eine Quest machen, um dann was zu kriegen. Ihr habt mir Tipps gegeben, Fotoapparat, Wein und allen anderen Unsinn. Ja, das werde ich noch machen, aber ja, im Omni kann ich es nicht. So viel zum Thema Linearität, ne, was ich mal so schön sage. So, wir haben genug Baumstämme, das sollte passen. Ich glaube, es sind 9, ich habe jetzt etwa 10 genommen. Das weiß ich. Müssen sie aber, glaube ich, erstmal wieder equippen. Möchte ich das auswählen? Ja, ich möchte das auswählen. So, gucken, erzählt uns was Neues. Ja, richtig. Kannst ihn haben. Ich habe noch mehr Holz. Ja, kannst du auch noch haben. Du kannst so viel Holz haben, bis die Brücke fertig ist. Kannst du auch noch haben. So, sagt er uns irgendwann mal. Ja. Wie? Du hast doch gerade schon was gekriegt, du Gierschlund. Wie viel haben wir ihm denn vorher denn gegeben? So, sollte aber das einmal reichen. Also, kann ja nicht wahr sein. Was glaubt ihr denn? Wir sind ja mobile Baumarkt oder was? Es gibt immer was zu tun oder wie? So, halt. Schnell. Denn die verschwinden, wenn ihr das nicht schnell genug macht. Und das ist nicht unbedingt wahnsinnig förderlich. So, das geht hier jetzt schnell. Da muss es aber jetzt erledigt sein. Ja, dann zeige ich euch jetzt ein paar Mal, wie man Bäume fällt. Gut, da soll es ja Let's Player geben, die damit auch eine ganze Serien füllen. Aber das wollte ich eigentlich nicht machen. So, ich will nicht mal wissen, was danach kommt. So. Ja, genau, der ist toll, ne? Der ist super. Oh, es ist besser. Danke. Vielen Dank, damit lässt sich eine gute Brücke bauen. Vielen Dank für alles. Gern geschehen. So, ich JRPG-Logik. Entweder schlafen oder off-screen, in-screen. Wir haben eine Brücke. Und über diese gehen wir auch. So, wo sind wir denn jetzt hier schön? Was ist das? Was ist da? Das ist alles schon geplündert. Aha. Wer war das denn? Waren wir hier schon mal? Jetzt kennen wir das wieder. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Ja. Hier waren wir tatsächlich schon. So, was haben wir hier alles im Angebot? Rennen wir mal wieder ein bisschen sinnlos auf der Karte rum. Genau. Da muss ich, glaube ich, aber nicht hin. Okay, aber hier waren wir tatsächlich schon. Tja. Das ist ja mal lustig. Ja, das ist ein Turm, genau. Das haben wir alles erschaffen. Arg ist großartig. Ja, aber ist hier auch irgendwo eine Stadt? Sieht irgendwie nicht so aus. Muss ich da tatsächlich weiter? Jetzt auch lustig. Jetzt sind wir in der neuen Welt. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir im Amazonas? Da ist das Portal. Okay.
Aber hier ist irgendwie nicht so wirklich Mensch, ne? Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Da ist was. Was haben wir denn da Schönes? Aha, da ist auch noch so ein kleines Hütchen. Was ist das denn für eine Stadt? Liotto! Hier sind wir richtig. In Liotto ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Mach ich! Wein, Weib und Gesang. Alles her damit. Arg, du bist unter 18. Egal! Mutter ist zum Karneval gegangen. Mutter ist immer noch nicht zurück. Du könntest mir eigentlich Gesellschaft leisten. Ich denke, nein. So, hier ist nichts. So, was bietet denn uns diese Samba City? Also das. Einige Waffenbildung, verborgene Kräfte. Findest du eine, so rüste dich mit ihr aus. Vielen Dank für die Tipps. So, was hast du? Hast du irgendwas? Ist das das Serum? Komm, was warm haben wir. Okay, das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Habe ich nur noch Sachen, die besser sind? Tja, kannst mal sehen. Was erzählst du mir Neues? Hehe, die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu. Du wirst durch die Lüfte fliegen. Eine Knolle sei dein Glücksbringer. Oh, wie spannend. Die kann wirklich bei Astro TV arbeiten. Die braucht kein Mensch. Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. Ach, das ist Günther Wallraff oder was? Ganz weit unten, hier bei Terranigma. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz. Und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Merkt euch das im Berufsleben. Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Ein Dortmunder zu fragen, ob man Fußball mag, ist ja eigentlich schon fast eine Frechheit, ne? Ich liebe. F Das hätte ich gern editiert, bitte. Liebe Freunde da draußen, die ihr gerne. Ich möchte nicht, dass das so bleibt. Ich liebe Fußball. Ich bin Fan. Oh, Junge. Das sind die letzten Loser. Bist mir sympathisch. Bist mein Lieblingscharakter. Also, dir widme ich irgendwann noch eine Special-Folge. Unglaublich. Bayern. Also, bitte. Kann das mal bitte einer nachprüfen, wo das Game hier rauskam, ob die da wieder alles gerockt haben? Das Leben ist ja kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Ja, deswegen bin ich Clown geworden. Was bist du? Weiter oben steht eine Liebesstatue. Liebende haben dort so manche schöne Stunde verbracht. Das ist ja widerlich. Magst du Tortenwerfen spielen? Was meinst du? Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach, oder? Fang schon an. Okay. Okay. Ah. Ah, das ist okay. Das sieht ja nicht so schwierig aus, oder? Oh Mann, du bist der totale Loser. So. Wenn du meinen Kristall berührst, gibt's Ärger. Komm ich jetzt hier auch mal raus? Hol aus. Und brate eins über, aber wirf fest genug. Ja, komme ich hier nochmal raus? Hallo? Du stehst mir total im Weg. Ist das jetzt ein Gag? Hallo? Ja, das ist mir schon klar, dass ich die nicht berühren soll. Aber wieso komme ich hier nicht her? Das ist jetzt hoffentlich ein schlechter Scherz. Ach nee, kann ich direkt durch.
Okay, aber ich merke mir das für später nochmal. Das sieht aber schaffbar aus. So, was haben wir hier Schönes? Ja, das weiß ich. Da war ich also schon. So, was haben wir denn da Schönes? Haben wir noch eine Holdemite? Am Tag herrscht eine sehr ausgelassene Stimmung, aber nachts. Aha. Ja, das weiß ich, das hast du schon gesagt. Pink Cloud! Ah, endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Eigentlich ja nicht. Na gut, aber jetzt beruhig dich wieder. Oh Mann! Los jetzt! Auf zum Karneval! Ein solches Fest habe ich ja noch nie gesehen. Ja, spiel doch Chrono Trigger, da gibt's das auch. Hallo, willst du Zuckerwatte kaufen? Kostet nur 10 Taler. Hier bitte. Lecker. Mich an dir beim Essen zuzuschauen ist ein Erlebnis. Was heißt das denn? So, da kann ich gleich wieder werfen. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon. Ach, wo willst du denn hin? Es gibt noch viel zu sehen. Im Süden liegt der Hafen. Du kannst da Seeleute treffen. Oh ja, und wer möchte nicht schwitzende Seeleute? Ach. Wir haben Eis und Kassia. Jedes Mal 10 Taler. Komm, Kaffee. Wird der Arki jetzt mal ein bisschen wach. So, was haben wir hier Schönes? Melonen. Ach komm, was kostet die Welt? Ich bin durstig, ich kaufe. Hatten die sehr eine gute Ernte. So, was muss ich denn mit der jetzt machen? Da kommt ja wahrscheinlich wieder in kein Gebäude, ne? Das ist ja toll. Na, muss ich den Clown angucken, oder was? Komm, guck den Clown an. So, das ist gut. Da muss ich jetzt nochmal werfen. Ich will da hin. Werde ich sie damit los? Ja. Oh, wie romantisch! Also sind wir tatsächlich in Rio. Paare, die sich hier verleben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? ja. Aber vielleicht doch etwas übertrieben. Sei still! Ack, du bist wohl nicht besonders romantisch. Mann, das ist ein Kerl. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu, es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Ark. Und wenn ich schon jemanden liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir aber deine Gefühle klar, Ark. Richtig. Ich bin ja ein Fan von Neunjährigen, oder wie alt die ist. Na gut, in JRPGs sind die ja gleich sofort wieder 29. Sehen aber aus, als wären sie gerade 6. Das kennen wir ja. Aber mal ganz ernsthaft. Ark und Mylin? No, 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 no. Das sehe ich nicht. So, waren wir jetzt schon überall drin? Haben wir das hier erledigt? Nee, hier machen wir noch nicht. Was verkaufst du denn? Hast du Lust auf mexikanisches Essen? Lecker. Los Centaler, frohe Spezialität. Wurk ist natürlich auch eine gute. Tacosina Folge, Hackfleischneck. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Schmeckt doch lecker, oder? Wie der Centala. Nachos. Nachos isst man mit Chili und Tabasco-Sauce. Arriva. Schmeckt doch lecker, oder? So, komm, nehmen wir den letzten auch noch. Centala. Mezcal. Mezcal ist ein Kakteenschnaps. Er lässt dich dein Herz höher schlagen. Machen wir doch. Hallo, wow. So, komm, jetzt sagen wir das, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen wollten. Die Verzögerung dann ist besser nicht da. Ja, das ist Samba in Liotto. So bezeichne ich es mal einfach. Und in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Ich bin euer Mr. Werner 1974. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und wir sehen uns. Tschüss.